Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Walking Dead. Ja, in der letzten Folge sind wir Lilly wieder begegnet und ich habe ein bisschen den radikalen Weg eingeschlagen. Die anderen haben auf sie geschossen, wir sind am Fliehen und AJ wurde in den Bauch geschossen. Jetzt müssen wir versuchen, im Wald AJ vor Zombies zu beschützen und das ist immer ein bisschen schwierig, muss ich ja mal sagen. Ja, E und Q. Mach gleich Q. Diesmal war ich schnell genug. Oh Gott, so viele. Beißergruppen sind gefährlich. Zerstreue sie mit E. Laufe, ich häng fest, ich häng fest, hallo. Ich häng fest, ich häng fest, ich häng fest. Ich häng fest. Ich habe sie voll zerstreut, aber sowas von auf jeden. Nochmal. Hier, du kriegst ein E. Zack. Kriegst du ein Q hinterher. So, dann kriegst du ein E. Oh, der war zu nah, verdammt. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's zu spät gesehen. Ich hab's zu spät gesehen. Da war noch einer. Eieieiei. Ich dachte, es waren nur die drei. So. Den Ehen können wir gleich killen. Dann machen wir hier ein E draus. Hier ein E draus. Dann gehen wir auf dich zu und machen Q. Oh, was denn? Es ist auch, ich kann nicht einfach, ich wäre gerne jetzt noch mal links um den Baum rumgelaufen, um den da zu eliminieren oder von den anderen wegzukommen, aber das ging nicht. So, dann schnell und Q dich. Dann schnell hin. E. E. Q. Q. Und Q. Alter. Oh. Leco mio, ey. Ja, ja. Oh. Ey, Clem, du machst das so. Q. Zack. Dann E. Q. Q. Alter Schwede, was soll denn das? Ich stelle mich gerade zu dämlich an. Ich kann nicht dann auch, weil ich. Die Bewegungsfreiheit ist echt eingeschränkt. Ich kann vorwärts gehen, das war's. So. Dich mache ich gleich wieder tot. Zack. Weitergehen. So, jetzt laufen wir mal rum. Alter, ihr seid ja schnell. Run, 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 run. Run, 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 run. So, dann machen wir E. Warum ging denn... Alter, das ist doch zum Kotzen. Warum konnte ich denn jetzt nicht E machen? Das lief gerade so schön und toll. Bis jetzt konnte ich nicht E machen. So, zack, die Bohne. Du wirst gleich wieder drauf gehen. Du kriegst ein E.
Oh, was? Tja. Ach, Mann. Stell mich wieder zu brasselig an gerade, ey. So, Uno. Dos. Und weiter, 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 lauf. Und jetzt den da, hauen weg, hauen weg, hauen weg, hauen weg. Oh, endlich, ich krieg einen Arsch mich. Oh, das sind, willst du mich jetzt verkacken oder was? Ich hab doch E gedrückt, was... Oh. Stopp. So laut. Flüsterer, oh Mann. Oh shit, jetzt kommen noch die Flüsterer. Kommt. Oha. Eieieiei. Hol die Splitter raus. Ja, ja, klar, warte gleich. Ich halte ihn fest. Oh shit, ey. Das Messer habe ich gerade genommen, um die Zombies zu erstechen. Ist das sinnvoll? Ah, warte, da oben sehe ich doch was da. Gucke, nimm mal erstmal den Großen da raus. Oh Gott, oh Gott. Ja, du bist starker Junge. Du schaffst das. Ist da noch was? Nee. Komm, noch in. Es ist gleich geschafft, AJ. Und über eine Sache müssen wir noch sprechen, bevor ich fertig bin. Dein Bauchnabel steht viel zu weit draußen. Und? Ja. Ah. Ich versuche leise zu sein. Es ist okay. Atme normal, AJ. Leg deine Hände hier hin. Stopp die Blutung. Schon genau. Gut, AJ. Er wird dich gute alte Panzertee. Das reicht. Fürs Erste. Die Stimme kommt mir rübelst bekannt vor. Hey, hey, hey. Langsam. Wo ist unser Zeug? Meine Waffe? Alles weg, Kumpel. Louis wurde getroffen. Ich weiß. Sie haben uns gerettet. Ja, genau. Scheiße. Oha. Ah, Blutverlust, dem ist kalt. Trag ihn doch rüber.
wollte euch nicht gefährden. Die Beißer hätten euch helfen sollen. Du hast die geschickt? Ich war in einer Gruppe. Sie nannten sich Flüsterer. Sie leben unter den Beißern, ziehen mit ihnen herum. Manchmal führen sie die Herden auch. Warum bist du allein, wenn du in einer Gruppe warst? Sie haben eine Gruppe angegriffen. Ein Gemetzel. Wollte nichts damit zu tun haben. Tut es weh? Nein. Hunger. Ach so. Na dann. Dachte schon, du hast Schmerzen. Esst. Ihr beide. Danke. Hast du einen Namen? Lange her. Seit? Hab ich doch gesagt. James. Warum hilfst du uns, James? Die Leute, die euch angegriffen haben. Was weißt du über sie? Ich weiß, dass sie Kinder entführen. 2 letztes Jahr. Das ist für die ganz normal. Sie führen Krieg nördlich von hier. Ihre Gruppe gegen eine andere. Deswegen holen sie sich Kinder. Sie zwingen sie zu kämpfen. Du würdest in ihrem Krieg kämpfen. Es ist grauenvoll. Ja, deshalb habe ich euch geholfen. Danke. Clem? Warte. Wirf ihn. Lenk ihn ab. Funktioniert genauso und niemand wird verletzt. Weder wir, noch er. Danke. Aha. Sicher. Es war schwierig, euch mit der Herde zu retten. Wollte nicht, dass sie sterben. Kriegen wir jetzt auch so eine coolen Masken? Können wir uns welche machen, bitte? Du hängst also nur im Wald herum und rettest zufällig vorbeikommende Leute? Als ich meine Gruppe verlassen hatte, war ich zum ersten Mal allein unterwegs. Da war überall Krieg. Erst gegen die Beißer, dann Menschen gegen Menschen. Hatte gehofft, hier sei es besser. Nee. Woher kommst du? Von hier? Oder von weit weg? Georgia. Ganz schön weit weg. Das war vor einer Ewigkeit. Stimmt. Und woher kommst du? Washington. Stadt oder Bundesstaat? Stadt. Hab Dad mit dem Imbisswagen geholfen. Du hast Fieber. Seine Wunde muss richtig gesäubert werden. Und Medizin wäre wichtig, wenn ihr welche habt. Können sie ausbrennen? Die Schule hat Medizin, aber sie werden sie kaum rausrücken.
Deshalb haben die Leute euch angegriffen, oder? Um in die Schule zu kommen. Sie werden alles zerstören. Die haben mehr Waffen und Kämpfer. Sie werden alle mitnehmen. Sie werden sich nicht gegen sie wehren können. Du brauchst Medizin. Du musst zurück, sonst stirbt er. Ich gehe zurück und überrede sie, AJ zu helfen. Sie nehmen uns wieder auf, wenn sie ihn sehen. Sie lassen AJ nicht im Stich. Na, glaube ich nicht dran. Ich helfe euch, um an den Weißern vorbeizukommen. Wir brechen in ein paar Stunden auf. Ein paar Stunden Schlaf für dich. Ich bleibe wach. Du kannst schlafen. Schlaf. Ich hatte Wache. Ich vertraue dir jetzt einfach mal. Okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass man... Was ist mit dir? Kein Bedarf heute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht. Ich hoffe, das war richtig. Ist er wach? Ja, er hat Fieber. Ich kann ihn tragen. Du bist total alle. Nein, ich mach das. Ich wollte auch gerade sagen, ey, Clementine, muss das schon K.O. sein. Oh, pass auf. Vielleicht solltest du die Maske abnehmen. Oh. Tut weh. Halt ruhig, wir sind gleich da. Oh, das Tor ist offen, oder? Nee, sah so aus. Violet! Louis! Sie sind zurück! Hey, du bist allein da draußen, oder? Du könntest bei uns bleiben. Noch nicht. Ich kann dich nicht mehr tragen. Bald sind wir drin. Ruh dich aus. Bin gespannt, ob wir überhaupt reingelassen werden. Mist. Ist er? Er lebt. Er wurde angeschossen. Hat Fieber. Los, bringen wir ihn rein. Kann nicht. Danke, dass ihr uns retten gekommen seid. Ich hab dich. Oh, wir sind durch die Tür geglitscht. Und AJ auch. Ha. Wir haben die Splitter rausgeholt. Was war das jetzt gerade? Eine lange Geschichte. Glitch-Parade oder was? Jetzt sind wir bloß noch Black Beauties. Er
hat Fieber. Sein Körper versucht, die Infektion zu bekämpfen. Armer Knirps. Ich mach mal kurz Pause und... Ich weiß nicht, Ruby laden? Louis kümmern sich um ihn. Ich lade nochmal. Mach mal kurz Pause für euch. Okay, geht genauso weiter, obwohl ich es neu gestartet habe. Ich weiß nicht, ob das Bug ist. Wer das schon mal gespielt hat, schreibt mir mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so war. Versucht, die Infektion zu bekämpfen. Armer Knirps. Ruby und Louis kümmern sich um ihn. Du kommst mit mir. Wir reden im Büro weiter. Clem? Shh. Ruh dich etwas aus, ja? Wir bringen dich wieder in Ordnung. Clem! AJ, hör auf Ruby, ja? Sie passt auf dich auf. Und da schießt kein. Na komm, was machen wir, wenn wir Angst haben? Wenn Angst die Oberhand gewinnt? Wir sagen, verpiss dich, Angst. So ähnlich. Es geht wieder. Clementine, bitte. Wir müssen reden. Jaha. Was da im Wald passiert ist. Die hatten dich festgenagelt und ich... Mann, ich war so wütend. Also übertrieben mit dem Schatten hier, wa? Ich habe keine Sekunde gezögert. Ich habe den Pfeil einfach losgelassen, dachte nicht mal, dass ich sie treffen würde. Dann wurde Louis angeschossen. Etwas höher und wir hätten noch ein Grab ausheben müssen. Ich dachte echt, du wärst tot, Clem. Komm ins Licht. Es ist nur gerade alles so scheiße, verstehst du? Alle haben Angst, Clem. Echt schön, dich wiederzusehen. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich wünschte, Mitch und den anderen ging es auch so. Ha, sie ist auf die helle Seite gekommen. Was im Wald passiert ist. Die Frau, die dich angriff. Mist. Lily. Du kennst sie also? Wir haben uns schon gewundert. Wer zum Teufel ist das? Ich weiß, dass du nicht richtig zu ihrer Gruppe gehörst. Aber den anderen gefällt dieser Zufall nicht. Dass sie gleich nach dir aufkreuzt? Ich meine... Lily und ich waren Freunde. Vor langer Zeit. Freunde? Aber als die Beißer auftauchten, lebten wir in einem Motel. Wir haben üble Scheiße überlebt. Lily hat versucht, uns zusammenzuhalten. Scheint so, als hätte sie sich geändert. Ja, scheint so. Sie hat jemanden in unserer Gruppe ermordet. In einem Streit einfach erschossen. Ein Mann namens Dark. Er war richtig nett, hat die Gruppe beschützt. Das war ganz am Anfang. Seitdem habe ich Lily nicht mehr gesehen. Ich glaube dir. Aber gibt es noch etwas? Die Schatten sind echt hart, ey. Da war noch jemand mit dir am Tor. James. Er hat mich und AJ gerettet. Ließ uns die Nacht in seinem Lager verbringen. Warum bringst du ihn her? Warum hast du ihn direkt zu uns geführt? Er ist ein Fremder, Clem. Unsere Begegnung mit den beiden hat gezeigt, dass wir niemandem vertrauen können. Macht euch wegen James keine Sorgen. Wir können ihm vertrauen. Willy sagte, er hätte irgendetwas Seltsames getragen. Tierfelle oder so. Er hat Beißer heute getragen, ja. So kommt er an den Herden vorbei. Er kann sie sogar führen. Wow. Okay. Ich hätte ihn nicht mitgebracht, wenn er eine Gefahr wäre. Es ist egal, ob ich dir traue. Ich habe Angst davor, was die anderen dir vielleicht antun könnten. Sie hatten nicht mal die Chance, um Brody und Marlon zu trauern, bevor die miesen Kinderfänger aufgetaucht sind. Und dann kommt ihr zwei zurück, als wir dachten, ihr seid tot. Jetzt sind alle verwirrt und keiner weiß, was er von AJ halten soll. Violet, AJ ist die geringste ihrer Sorgen. Ich weiß, aber es ist alles so chaotisch gerade. Sie haben Angst und sind wütend. Sie suchen einen Sündenbock. Na, die haben dich rausgeworfen. Was denkst du, wie ich die denn nun umstimmen soll? Die Entscheidung war 5-3 dagegen. Ich weiß, es gibt keinen Grund, aber sie hatten alle Angst vor dir, vor euch beiden. Das Letzte, was sie jetzt brauchen, ist noch mehr Grund zur Angst. Wenn du bleibst, hilfst du uns gegen die Plünderer. Damit kann ich sie vielleicht umstimmen. James erzählte mir, was Lily und Abel jetzt vorhaben. Er sagte, er würde mehr Leute und Waffen holen und uns dann angreifen. Bring alle hierher.
Woher sollte er das wissen? Er beobachtete sie eine Weile. Sie bekriegen sich mit einer anderen Gruppe. Sie holen sich Leute, die für sie kämpfen. Ist das mit Minnie und Sophie passiert? Sie wurden zu Soldaten gemacht? Ja, und wir enden genauso, wenn wir nichts tun. Minnie wollte nicht mal Beißer töten. Sieh dich um. Das hier ist eine Festung. Mit etwas Arbeit können wir dafür sorgen, dass dieser Ort schwer einzunehmen sein wird. Weißt du denn, wie man sowas macht? Nein. Ja, ich war mal bei einer Belagerung dabei, damals in Richmond. Hier, ich zeige es dir. Echt jetzt? Plane die Verteidigung. Ja, aber die Verteidigung werden wir in der nächsten Folge von The Walking Dead planen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann unterstütze mich und meinen Kanal und ihr verpasst natürlich keine der zukünftigen Folgen mehr. Haut rein, bis zum nächsten Mal.